Ja, Mahlzeit. Ich bin Christoph, ihr seid auf meinem Kanal, EDC Test Online. Ich bin heute mal unterwegs wieder bei uns im Heimatwald, oder besser gesagt im Hauswald. Ist nicht weit von unserer Wohnung entfernt. Einfach mal eine kleine Runde durch den Wald. Kopf frei kriegen und vor allen Dingen weg von der ganzen Technik. Mag jetzt makaber klingen, weil ich hier eine GoPro in der Hand habe, aber es ist einfach so. Die GoPro habe ich eigentlich nur für das heutige Video dabei. Ich möchte einfach mal vorstellen, was ich zurzeit als EDC in der Routine dabei habe. Also sprich, was ich alles in den Taschen mit mir führe. Sei es jetzt in der Jacke oder halt in meiner Hose. Also in der Hose habe ich ein ziemlich großes Paket, aber ich sage jetzt mal in der Hosentasche. Ich hoffe, der eine oder andere YouTuber macht vielleicht mit. Ich würde jetzt einfach mal sagen, EDC-Geraffel Januar oder einfach, keine Ahnung, mal schauen, was ich als Titel schreibe in diesem Video. Ich fange jetzt einfach mal an, zeige euch, was ich dabei habe. Vielleicht ist das eine oder andere Schmuckstück für den anderen dabei. Mal schauen, ob ich die Produkte verlinke, wenn nicht, auf jeden Fall den Beitrag, der zu meiner Webseite führt, zu unserem Magazin. Da seht ihr dann alle Produkte, die ich in den Videos vorstelle, einfach mal noch ein bisschen im Detail niedergeschrieben, mit anderen Bildern und, und. Ja. Wenn euch das Video gefällt oder gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen da. Ein Abo würde ich mich auch freuen. Und ansonsten, ja, bis gleich. So, kommen wir zum Messer. Ich habe ein wunderschönes Pilar dabei. I'm one for I. Das ist ein gutes Stück. Klein, handlich, einmal frei. Ich habe das Design mit Kupferschalen. Sieht wirklich erstklassig aus. Ich habe es noch in Black mit Mikata-Schalen. Auch ein schönes Teil, aber zurzeit mag ich halt irgendwie Kupfer. Oder alles, was mit, aber alles, was so ein bisschen oldschool aussieht. Also die Patina, ich hoffe, die wird noch viel schöner hier auf dem Messer. Ich weiß gar nicht, ob das so gut rüberkommt. Ja, wunderschönes Messer. Habe ich bei Messer World bestellt. Link packe ich euch mal in die Videobeschreibung. Da habe ich einen kleinen Rabattcode. Schaut einfach mal rein. So. Als Taschenlampe habe ich etwas von Olight dabei. Das ist das gute Stück. Das ist die i3T EOS. Ist eine Titanfunzel, schönes Licht, Power reicht für den täglichen Gebrauch. Ja, der Clip ist einwandfrei, liegt gut in der Hand. Also auch bei mir, ich habe große Hände, wirkt das wirklich normal. Nicht so verloren in der Hand. Wunderschöne Taschenlampe für den täglichen Gebrauch und wiegt halt wirklich nicht viel. Artikel Review packe ich euch auch unten rein, könnt ihr mal nachschauen. Wunderschöne Lampe. So. Als drittes habe ich natürlich unseren EDC-Coin dabei. Perfekt für die Pause. Spiele ich ab und zu mal rum. Hände bleiben warm in der Tasche, wenn man damit rumspielt. Und natürlich ein schönes Statussymbol. Und auch ein erstklassiger Bieröffner. Man mag es kaum glauben. Nicht zu schade, aber man soll ja wirklich alles benutzen, was man täglich dabei hat. Mache ich. So, dann habe ich noch nach dem 100. so einen Fischer Space Pen in Silber. Meinen alten habe ich leider verloren oder wahrscheinlich im Außendienst beim Kunden liegen lassen. Sehr ärgerlich, das war ein schwarzer. Hatte schon eine schöne Verfärbung drin. Ich hoffe, das passiert jetzt bei dem silbernen auch. Die Stifte haben mich noch nie im Stich gelassen. Da kann man wirklich immer schreiben, ob es nun regnet, ob es warm ist und. Hier schmiert nichts, gar nicht. Oh. Und es ist wirklich ein wunderschönes Modell. Den Clip kann man hier auch noch abmachen. Mal habe ich ihn dran, mal habe ich ihn halt nicht dran. Ja, ist eigentlich nicht schlecht, auch fürs Sakko oder fürs Hemd. Jeder, der mit einem Hemd rumrennt auf Arbeit, gerade ich im Außendienst, ab und zu mal passt das perfekt in der Tasche und man hat halt weniger in der Hosentasche dabei. Ja. So, jetzt kommen wir noch zu meinem Wallet, meinem aktuellen.
Da habe ich zurzeit ein Wallet von der Firma Aviator. Das müsste das Obsidian Black sein. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Mit RFID. Schutz ist gleichzeitig die Klammer. In dieses Wallet passen bis zu 20 Karten. Also Ausweis. Ich habe jetzt hier meine BVG-Karte dabei. Andere wichtige Karten, gerade Bankverbindung und. Also Visitenkarten kann man hier auch problemlos reinmachen. Man kann das natürlich alles auch ein bisschen enger stellen, damit das einfach hält. Also man kann das aufschrauben und dieses Gummiband, was die Karten hält, nur mal kleiner machen oder nur mal größer, je nachdem, wie viele Karten du mitnehmen möchtest. Ja, das ist die Lasche, womit ich die Karten rausziehe. Schnell griffbereit. Ich kann zum Beispiel hinten aufdrücken und kann einzeln die Karten rausnehmen. Oder ich nehme halt den ganzen Batzen raus an Karten, den ganzen Stapel und kann dann problemlos bezahlen. Ja. Großer Pluspunkt hier dran ist das Fach für Kleingeld, was ich wirklich sehr gelungen finde. Also ich ziehe hier einmal raus und da passen jede Menge, ist vielleicht auch falsch, aber es passen wirklich ein paar Geldstücke rein und vor allen Dingen, es nimmt keinen Platz weg. Also es ist ja quasi im Wallet direkt drin und es ist wirklich sehr schnell griffbereit. Ich konnte jetzt hier, ich glaube, 3 2-Euro-Stücke und ein paar Groschen, ein paar 20-Cent-Stücke passen auch noch rein. Oder je nachdem, was man halt dabei haben muss. Oder mal eine Mark, oh Gott, wird ja immer schlimmer. Wenn ich mal 1 Euro zum Beispiel für einen Einkaufswagen dabei habe, passt auch super rein. Ja, das ist zurzeit mein aktuelles EDC. Also, wie gesagt, das ist aktuell mein EDC, was ich zurzeit täglich dabei habe. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht mitmacht. Einfach mal zeigen, was ihr so dabei habt, würde mich sehr interessieren. Vor allem gerade so die Kleinteile. Also sprich vielleicht Coin oder Tool oder sonstiges. Ja, wie gesagt, würde mich freuen. Lasst mir einen Daumen da, ein Abo da und vielleicht den einen oder anderen Kommentar. Bin gespannt, was ihr zu meiner täglichen Auswahl sagt. Und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.